Hi Freunde und willkommen zurück bei SKNK. Es freut mich wie immer sehr, dass ihr auch im Jahr 2022 am Start seid. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht ins neue Jahr. Im Video heute, also als erstes Video in diesem Jahr, dachte ich mir, ich erkläre euch mal, welche Möglichkeiten es gibt, beziehungsweise welche Möglichkeit auch ich genutzt habe, um an eine PlayStation 5 zu kommen. Denn ihr wisst, Freunde, durch den internationalen Chipmangel sind sowohl Automobilhersteller als auch Konsolenhersteller betroffen, wodurch nun der Chipmangel verursacht wurde, und ob da Corona auch dazu beiträgt, sei mal dahingestellt. Tatsache ist, die PlayStation 5 ist seit nach einem Jahr Release immer noch überall ausverkauft. Gleiches gilt übrigens auch für die Xbox Series X, und das Verfahren, welches ich hier im Video vorstellen werde, kann man für beide Konsolen anwenden. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Mein Name ist Serkan, und falls du das erste Mal hier auf meinem Kanal sein solltest, dann vergiss bitte nicht, auf den Abonnier-Button zu klicken. Damit würdest du meine Arbeit hier auf YouTube sehr supporten und würdest auch keine weiteren Videos mehr rund um die Themen Technik und Datenschutz verpassen. Alle die hier im Video gezeigten Geräte oder Anwendungen verlinke ich selbstverständlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, um an eine PlayStation 5 zu kommen, und die erste Möglichkeit, welche ich wirklich absolut niemandem empfehle, ist es, diese von Resellern, also Wiederverkäufern auf eBay bzw. Kleinanzeige zu kaufen. Einige nämlich, Freunde, haben es sich zur Aufgabe gemacht, ständig PlayStation 5 Konsolen zu kaufen, um diese dann mit 200 Euro Aufschlag auf eBay weiterzukaufen. Unterstützt solche Leute auf gar keinen Fall. Die zweite Möglichkeit wäre, du gehst in deine örtlichen Elektroläden und fragst nach, ob die PS5 vorbestellt werden kann. In einigen seltenen Fällen ist dies tatsächlich möglich, Freunde. Einzig eine Anzahlung von 100 Euro musst du dann bezahlen, und einige Wochen später sollte deine PlayStation 5 abholbereit auf dich in der Filiale warten. Als kleiner Tipp noch, ruft lieber vorher an und fragt am besten einmal nach, denn dann spart ihr euch auch die Fahrt eventuell zu den einzelnen Filialen. Die dritte und beste Möglichkeit, welche auch ich selbst genutzt habe, ist die Jagd online. Denn es gibt unzählige Online-Shops, wo die PS5 angeboten wird, und sollte sich der Lagerbestand ändern, musst du dann einer der ersten sein, der es erfährt. Wie das funktioniert, ist dank der Crew von forum.de ganz einfach. Diese Jungs und Mädels stellen nämlich einen richtig coolen Service zur Verfügung, einen Bot, welchen ihr als App auf eure Android- oder iOS-Systeme installieren könnt. Diese benachrichtigt euch dann fast zeitgleich mit der Verfügbarkeit der PS5 oder eben Series X in den einzelnen Shops. Außerdem ist Forum ein deutschsprachiges Forum zu vielen verschiedenen Themen. Du kannst dich auch mit gleichgesinnten PS5 oder Xbox Series X Jägern austauschen und eventuell an Insider-Tipps rankommen. Wie ihr euch dort kostenlos registriert und den Bot abonniert, zeige ich euch jetzt. Geh in den Play oder eben App Store, suche nach Forum und installiere die App. Nach der Installation und dem Start der App musst du dich mit deiner E-Mail-Adresse registrieren. Dafür klickst du unten auf das Pfeilsymbol und hinterher auf Jetzt kostenlos registrieren. Hier trägst du jetzt deinen Nutzernamen, deine E-Mail-Adresse und dein Passwort ein, bestätigst unten nochmal die Datenschutz- und Nutzungsbedingungen. Jetzt setzt du noch einen Haken bei Ich bin kein Roboter und dann anschließend gehst du auf Registrieren. Jetzt solltest du mit deiner angegebenen E-Mail-Adresse eine Bestätigungsmail bekommen haben, auf die du zugreifen und dann auf den Link in der Mail klicken musst. Erst hinterher wird dein Account freigeschaltet. Bevor du den Bot aber aktivierst, solltest du noch sicherstellen, dass die App auch alle Zugriffe auf Benachrichtigungen hat. Dafür gehst du in die Einstellungen, klickst auf App Manager. Hier wählst du die Forum-App aus und gehst auf Benachrichtigungen verwalten. Jetzt musst du alle möglichen Benachrichtigungen aktivieren. Nachdem du das getan hast, kannst du wieder in die Forum-App zurück und dich mit deinen registrierten Daten anmelden. Jetzt solltest du oben das Thema Sammelchat PS5 kaufen sehen, und auf den klickst du und liest dir hier eben den Text von Fabian durch. Nachdem du das getan hast, gibt es unter wichtigen Links den Punkt Alle Infos zum PS5-Bot, auf den klickst du. Hier kannst du nun den Newsletter abonnieren, und damit wäre auch der Bot dann für dich aktiviert. Oben kannst du auch nochmal den Newsletter für die Series X abonnieren, falls du auf der Xbox-Jagd sein solltest. Gleichzeitig kannst du auch sehen, dass hier über 90.000 Menschen den Newsletter bereits abonniert haben. Also
Also heißt es, dass du auch hier schnell sein musst, um eine PS5 ergattern zu können. Beim Runterscrollen kannst du auch nochmal eine Anleitung zu der Push-Benachrichtigung sehen, welche wir ja eben schon erledigt haben. Nach dem Abonnieren gehen wir zurück in den Sammelchat. Auch hier scrollen wir diesmal etwas weiter runter, denn dort befindet sich der Chat. Hier könnt ihr euch ganz einfach mit anderen Konsolenjägern austauschen und eventuell an wertvolle Tipps kommen. Außerdem postet der Bot bei Verfügbarkeit der PS5 auch hier im Chat eine Nachricht. Ich war 3 Tage hier unterwegs und konnte mir direkt eine PS5 bei Otto ergattern, also es kann auch ziemlich schnell gehen. Als kleiner Tipp noch, die PS5 Lagerbestände bei den Shops werden meist vom Montag bis Donnerstag vormittags aufgestockt, also leider während der Schul- oder Arbeitszeit, das solltet ihr auf jeden Fall noch beachten. In der Forum-App gibt es auch viele weitere nützliche Infos. Stöbert einfach mal ein bisschen rum und macht euch mit den Tipps und der App etwas vertraut. Das erhöht nochmal eure Chancen. Jetzt wisst ihr, wie ihr an eure PS5 kommen könnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück dabei, Freunde. Auf meinem Kanal werden noch einige weitere Videos zu PlayStation 5 folgen. Ein Unboxing habe ich schon abgedreht, verlinke ich euch hier oben in der Infobox. Und falls ihr weitere Videos nicht verpassen wollt und euch das Video hier jetzt gefallen hat, dann abonniert den Kanal, liked das Video und teilt es mit euren Freunden. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Peace and out. Thank you.